Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich will heute auf einen Aspekt des neuen Waffengesetzes raus und euch erklären, was sich für die Besitzer von kleinen Waffenscheinen und die Besitzer von Schreckschusswaffen ändert. Diese hier mit EU-Zulassung erlaubt seit der letzten, also frei verkäuflich, seit der letzten Waffengesetzänderung oder wie zum Beispiel diesen hier, ein Zuschauergeschenk. Vielen Dank an der Stelle mit PTB. Bitte bedenkt, das ist keine komplette Abhandlung und ich gehe nur aufs Wichtigste ein. Den Gesetzestext gibt es noch gar nicht, obwohl es sofort mit der Unterschrift vom Bundespräsidenten in Kraft tritt. Und es ist eine Katastrophe, was waffenrechtlich erfolgt. Die Politik erlässt einfach nur die Gesetze und lässt dann alle im Stich damit. Vor allem, was viele nicht bedenken, die Politik lässt die Verwaltung im Stich, die Behörden, die Staatsanwaltschaften, die Gerichte. Die Verordnung zum Waffengesetz, die Waff-VWV, ist von 2012. Von 2012. Das ist total irre. Zum Beispiel zu diesen EU-Schreckschusswaffen gibt es noch gar nichts für die Verwaltung an Dienst. Also das ist eine Art Dienstanweisung. Und so wird es vermutlich jetzt ebenfalls sein. Sei es drum. Kommen wir zur Sache. Paragraph 4. Zur Erforschung eines Sachverhaltes sind die Waffenbehörden befugt, über die Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen Recherchen anzustellen. Zur Prüfung eines Sachverhaltes ist Stasi-Sprachgebrauch. Das ist in unser Waffengesetz reingeschrieben worden. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Also, sobald ihr einen kleinen Waffenschein habt, seid ihr Bürger zweiter Klasse. Dann darf die Waffenbehörde über euch in den sozialen Medien ermitteln und daraus Schlüsse ziehen. Das ist der Polizei zum Beispiel nicht so einfach erlaubt, das über irgendwen zu machen. Das ist wirklich erschreckend. Also das kommt in Paragraph 4. Man kann jetzt sagen, ja, das steht ja nur drin, dass sie es dürfen, aber es gibt in der Juristerei den Rückschluss von der Befugnis auf die Aufgabe. Daher werden die Waffenbehörden jetzt auch der Meinung sein, dass sie die Aufgabe dazu haben und werden euch hinterher schnüffeln. Und dann kommen wir zum Kern des Problems. Dann haben sie keine Zeit, sich mehr um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Den Gewalttätern, den Islamisten und so weiter Waffenverbote zu erteilen. Weil sie den Inhabern von kleinen Waffenscheinen für Schreckschusswaffen hinterher schnüffeln sollen. Es ist total absurd. Gut. Es geht weiter, Paragraph 42. Da war das Verbot von Waffen auf öffentlichen Veranstaltungen drin. Da hat sich dahingehend nicht viel geändert bei den Schreckschusswaffen. Es ist jetzt das Messertragen auch verboten worden, aber das Bei-sich-Führen von Schreckschusswaffen war schon verboten. Auf öffentlichen Veranstaltungen. Paragraph 42 Absatz 5. Das ist einer, der ganz viel für Verwirrung sorgt. Das ist die Verordnungsermächtigung. Das ist, da stehen jetzt keine Verbote drin, sondern das ist die Ermächtigung, dass Verordnungen erlassen können, dass das Waffenführen und Messerführen auf öffentlichen Plätzen und im Personennahverkehr verboten wird. Und alles, was da an Ausnahmen drin steht, das sind keine Regelungen, die für den Bürger gelten, sondern nur, wenn jemand eine Verordnung erlässt. Also bedenkt das, das gilt nicht für euch, sondern es gilt nur die einzelne Waffenverbotszonenverordnung. Also nicht falsch verstehen, hat auf den einzelnen Bürger null Relevanz, was da drin steht. So, jetzt kommt was Wichtiges, 42b, Personenfernverkehr. Sorgt ganz viel für Verwirrung. Das Führen von Waffen ist jetzt per Gesetz, es war vorher in den Hausordnungen schon meistens verboten, per Gesetz verboten im Personenfernverkehr, nicht Nahverkehr. Das heißt im ICE, im, was weiß ich, Railjet, im Flixbus ist es jetzt verboten, Schreckschusswaffen bei sich zu tragen. Geladen, mit kleinem Waffenschein und so weiter. Gut.
Entschuldigt, muss kurz auf meinen Spickzettel gucken. Okay, es gibt Ausnahmen davon. Die Ausnahmen betreffen nicht die Inhaber von kleinen Waffenschellen. Die Ausnahmen sind nur zum Beispiel für den Sportschützen, der mit der WBK dann zum Schießen fährt, mit seiner verpackten Sportwaffe zu einer Schießveranstaltung mit dem ICE. Ob das jetzt die Beförderungsbedingungen der Bahn zulassen? Ich denke nicht. Ich habe jetzt aber nicht speziell nachgeschaut. Also es ist total albern. Per Gesetz ist was erlaubt, was die Hausordnung eh verbietet. Also es wird ein Gesetz erlassen, es wird etwas erlaubt, was sowieso schon verboten ist. Es ist völlig irre, was der Gesetzgeber da gemacht hat. Also, diese Ausnahme gilt nicht für Inhaber kleiner Waffenscheine. Das Einzige, was gilt, ist, ihr dürft die Schreckschusspistole entladen, nicht zugriffsbereit. Da steht es mit nicht mehr als 3 Handgriffen drin. Transportieren. Also logischerweise im Idealfall mit einem Schloss verschlossen. Getrennt von der Munition. Das ist erlaubt. Ihr dürft mit dem ICE reisen und sie entladen und nicht zugriffsbereit transportieren. Aber nicht geladen führen. Ja, ein weiterer sehr massiver Rechtseingriff. Paragraph 46. Wenn die Waffenbehörde jetzt Erkenntnisse erlangt, konnte sie bisher ein Entzugsverfahren einleiten, sagen, oh, der Huber-Sepp, der hat bei Facebook das und das gepostet. Da prüfen wir die Zuverlässigkeit. Dann ist ein Verfahren eingeleitet worden, dann seid ihr angehört worden. Und wenn die Behörde zu dem Schluss gekommen ist, ihr seid unzuverlässig, hat sie euch den kleinen Waffenschein entzogen. Das ändert sich jetzt. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Waffenbehörde sofort den kleinen Waffenschein sicherstellen kann. Sofort. Das bedeutet, irgendwer postet was unter eurem Namen, irgendeinen radikalen Mist oder der Klassiker passiert jeden Tag in Deutschland. Aufgepasst, eure Ex-Freundin schwärzt euch an. Waffenrechtlich. Dann steht die Behörde sofort da und entzieht euch den kleinen Waffenschein. Dafür darf sie die Wohnung durchsuchen. Nicht die Polizei, nicht der Staatsschutz. Sowas hat die Kriminalpolizei früher gemacht. Das darf jetzt die örtliche Waffenbehörde, ohne jegliche Ausbildung. In ganz vielen anderen YouTube-Videos wird gesagt, Beamte in den Waffenbehörden arbeiten nicht mal Beamte in der Regel, sondern einfach Angestellte. Also bei Gefahr im Verzug dürfen sie es ohne richterlichen Beschluss. Das wird nur sehr, sehr, sehr selten der Fall sein. Aber das ändert nichts daran, dass die Waffenbehörde innerhalb von 2 Tagen einen richterlichen Beschluss bekommt, euch die Wohnung zu durchsuchen. Was kann jetzt ein Schluss daraus sein? Niemand hat Lust auf eine Wohnungsdurchsuchung. Also kann man sich die Frage stellen, wo lagere ich meinen kleinen Waffenschein? Habe ich ihn in der Hosentasche? Wenn die Waffenbehörde klingelt, kann ich ihn direkt geben. Dann erübrigt sich die Durchsuchung. Oder lagere ich ihn im Waffenschrank? Ja. Dann werden sie mit einem zum Waffenschrank kommen und diesen danach durchsuchen. Kann sich jeder Gedanken darüber machen, was er selber daraus für Schlüsse zieht. Die Sicherstellung der Schreckschusswaffen ist nicht nach dieser Rechtsgrundlage möglich. Da ist nur die Sicherstellung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen möglich. Aber es ist, wenn die Einleitung eines Waffenverbotes nach § 41 eingeleitet wird, dann können sie es und aufgrund der Polizeigesetze der Länder. Ja, das war's. Ich habe versucht, hier etwas Gas zu geben, dass es nicht zu lang wird, das Video. Was bringt das für die innere Sicherheit? Wer hat einen kleinen Waffenschein und eine Schreckschusswaffe? Jemand, der nicht den anderen töten will? Jemand, der Sorgen hat um seine eigene Sicherheit? Wie wir alle wissen, aus guten Gründen. Und wie sagt es einer der Bundestagsabgeordneten? Die Ampelregierung hat den Islamisten eine Anleitung gegeben, wie sie weiterhin ihre Messer mit zum Attentatsort transportieren können.
Im Gesetz steht die Anleitung drin, dass sie nur ihre Machete nicht zugriffsbereit in einer Tasche mit einem kleinen Schloss dran zum Attentatsort transportieren müssen. Und dann hat die Polizei keine Rechtsgrundlage mehr, sie ihnen wegzunehmen. Da kann man gar nichts mehr zu sagen. Es ist die totale Katastrophe, was da passiert ist. Sei es drum, denkt dran, werdet VDB-Fördermitglied. VDB kämpft von morgens bis abends für unsere Rechte, dass diese irrsinnigen Regelungen wieder gekippt werden. Ich hoffe, das war interessant für euch und hoffentlich bis bald. Tschüss, macht's gut.